Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Pizza Connection 2 oder vielmehr auf Wiedersehen von Pizza Connection 2. Ich wollte euch aber trotzdem mal eben kurz zeigen, dass ich die Mission hier quasi dann doch noch geschafft habe. Und zwar war unsere Aufgabe, erreichen Sie einen Bonzenmarktanteil von mindestens 60%, kaufen Sie und bauen Sie mindestens eine mittlere Filiale und keine Filiale darf mehr aus Kaufhäusern versorgt werden. Und ihr seht, ich habe das geschafft mit 3 Filialen, die ich hier platziert habe und ich wollte euch einfach mal zeigen jetzt, wie ich das gemacht habe, vielleicht für die Leute, die damit nicht klarkommen. Ich sehe gerade dieses Frap-Symbol hier oben, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, da hätte ich vielleicht das mal vorher ausmachen sollen. Ich weiß gar nicht, was der Tastenkürzel dafür ist. Wie ich das ausblenden kann, naja. Bitte das zu entschuldigen. Also, ihr seht, ich habe im Wesentlichen das so gemacht wie beim ersten Mal spielen. Allerdings habe ich hier ein paar Sachen anders gemacht. Das sieht jetzt etwas wilder aus, als es ist. Zum einen habe ich hier eine voll ausgebaute Filiale, da kommt gerade der Bürgermeister vorbei, eine voll ausgebaute Filiale hier in diesem Prollbezirk gemacht. In diesem Prollbezirk entsprechend dann auch Prollpizzen angeboten, relativ preisgünstig, sodass da jeder reinkommt und überall auch hier, ich weiß gar nicht, ob ich das in der normalen Folge schon gezeigt habe mit der Werbung, mit dem Schalten hier, das habe ich dann auch gemacht. Also ihr könnt dann teilweise hier auf den... Die können dann teilweise auf den in den unterschiedlichen Stadtteilen Werbefläche mieten und dann der Konkurrenz zum Beispiel. Hier wäre zum Beispiel cool, wenn ich da jetzt der Konkurrenz was abluchsen könnte. Dann habe ich am Anfang den Bürgermeister bestochen. Und zwar hatte das die Auswirkung gehabt, dass er nochmal geguckt hat wegen der Oper hier, die ja direkt neben meiner Filiale steht. Was natürlich dann ordentlich Bonzen anzieht, ne? Also wenn man eine Oper direkt neben der Filiale stehen hat, das ist schon nicht schlecht. Ne? Hier, übrigens herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Stadtziele erreicht. Hier die Filiale habe ich ausgebaut nach dem, was wir schon mal glaubten zu wissen. Das heißt also, symmetrische Anordnung der Möbel. Ja? Also ganz gleichmäßig hier die Tische in Reih und Glied aufgestellt. Die Heizkörper, ne? Ein Klavier da reingestellt, ein paar Statuen. Gut Vorräte, Personal, auch voll ausgelastet in der Primetime. Primetime hier in dem Fall Oper-Kunden, die quasi nach Ende der Opervorstellung ja, vorbeischauen, wenn die Oper vorbei ist quasi. Und ja, das hat dann letztendlich zum Erfolg geführt. Auch hier oben habe ich noch eine Filiale, die beim Stadion. Und vor allen Dingen auch hier bei der U-Bahn, das ist auch nicht ganz unwichtig, die noch mieten können hier, noch mehr Leute abzugreifen, aber das passt ja. Und dann habe ich einfach mal hier in so ein, zwei Wohnbezirken noch eine Werbung geschaltet. Ich habe hier ein Lager gebaut, ich habe hier mein Haupthaus ausgebaut, musste ich ja, weil ich ja, ne, gehörte zum Fortschritt dazu. Ja, und dann können wir hier nochmal gucken, meine Beliebtheitsgrad hier... Was wir ursprünglich gedacht haben, nämlich dass hier die Personalbewertung und solche Sachen alle hundertprozentig perfekt sein müssen für Bonzen, das ist nicht unbedingt der Fall. Also wir haben hier eine Personalbewertung von 38, sicherlich noch ausbaufähig, wo ich auch immer drauf geachtet habe und das nochmal als Tipp für euch, zunächst zur Kur schicken und dann ausbilden. Dann Einrichtung, auch da ist es nicht so unbedingt, dass die Bonzen da jetzt sagen, wey, ist das geil, auch bei den... Bei der Karte ist es nicht unbedingt so, dass die Bonzen sagen, geil. Aber ich habe hier zum Beispiel die 500% Zutatenkosten hochgeschraubt. Das heißt, hier kommen wirklich nur die Leute rein, die sich das leisten können. In dem Fall halt eben Bonzen, ne? Ja, und ich habe mich entschieden, das nicht nochmal hochzuspielen, weil ich gesehen habe, es wird Zeit für ein neues Projekt. Also wir haben reichlich Folgen von Pizza Connection 2 gemacht und gegen Ende gingen halt die Quoten etwas runter. Also sagen wir mal, dass euer Interesse daran hat nachgelassen. Und... Jetzt können wir natürlich wieder schimpfen und sagen, ah, du quotengeile Sau, du machst so alles nur, was Quote bringt. Wenn ich die Wahl habe, euch Videos anzubieten, wo... Ich bin gerade verwirrt. Wo ich, wenn ich euch Videos anbieten kann, wo ich sehe, ja, ihr schaut die gerne und viele Leute schauen zu, wenn ich eben das und jenes zeige, gegenüber solchen, sagen wir mal, kleinen Nischenspielen hier, was natürlich auch ein Classic ist, was ein schönes Classic ist, wie ich finde, aber... es geht im nächsten Monat weiter.
mit einem Classic, was euch allen gefallen wird und einer Classic-Reihe vielmehr und einem ganz alten Klassiker auch, was Management-Simulationen angeht. Also nächsten Monat könnt ihr schon mal freuen. Ich wollte euch nur nochmal hier drauf hinweisen. Also wie gesagt, also das hier, wir haben das geschafft. Sehe auch jetzt fast aus, welch pleite, aber Missionsziel haben wir erreicht. Das heißt, wir können jetzt einfach mal ganz locker in die nächste Stadt gehen. Würde ich auch mal sagen, machen wir mal. Sagen Stadt verlassen. Und ja, ich wollte noch kurz, bevor ich einmal noch in die neue Mission reinschaue, noch den Gedanken zu Ende bringen. Also, ihr habt gesehen, ich habe das geschafft. Ich hätte es nochmal hochspielen können. Wenn natürlich schon beim ersten Mal, wo ich faile, das Interesse nicht so hoch ist, dann macht es nichts aus. Also finde ich es nicht so schlimm, wenn ich dann beim Nicht-Failen das einfach weglasse. Ja? Ob ich nochmal Pizza Connection spiele, weiß ich nicht. Aber es gibt noch weitere Spiele aus der Pizza-Reihe. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal eine Pizza-Pause. Es gab jetzt, seit Januar gab es ununterbrochen Pizzaspiele. Deswegen wird es da erstmal was Neues geben. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir verlassen jetzt die Stadt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Und jetzt hören wir uns mal die Einleitung an. Auf der Karriereleiter ist Ihnen sicher. Doch Spanier und Touristen haben sehr unterschiedliche Geschmäcker. Glücklicherweise sind Ihnen die deutschen und englischen Touristen ja schon aus deren Heimat bekannt. Ihre Aufgabe ist schwierig. Bringen Sie die kaufkräftigen Touristen in Ihre überteuerten Restaurants und versorgen Sie gleichzeitig Madrids Oberschicht mit Spitzenpizzas. Ja, warum es übrigens nicht Pizzen heißt, sondern Pizzas, ich weiß es nicht. So, gucken wir mal eben kurz noch Errungenschaften unserer Unternehmen an. Was vielleicht einige von euch gar nicht wissen, ist, euer Charakter wird gespeichert und von Mission zu Mission schreitet ihr voran. Ne? Das heißt also, wenn ihr jetzt weiterspielt und habt irgendwo in Politik einen Bonus euch aufgebaut, bleibt er dann bestehen und ihr profitiert beim nächsten Mal weiterhin davon. Ja, wir würden jetzt hier normalerweise wieder eine ganz normale Filiale aufbauen. Ich schau mal eben, was es hier so zu finden gibt. Miete pro Quadrat. Was? Wieso sind das hier kostenlos? Ja, wenn das kostenlos ist. Ah, das ist kostenlos, weil hier oben keiner wohnt. Okay, das wollen wir natürlich nicht. So, wir schauen mal hier. Wir sollen also, was waren noch gleich die Ziele? 10 Touristen mit 80er Wertung in einem Total. Treiben Sie eine Filiale in den Ruin, was? Das habe ich doch schon in der letzten Map gemacht. Muss ich das Ding jetzt nochmal machen? Also Touristen und eine Nobelfiliale. Das heißt, wir müssen uns erstmal anschauen, wo sind die ganzen Touris hier? Touris sind die. Ne, die gelben sind die Bonzen. Das ist ja in Deutschland auch so. Und die Grünen sind die Studenten. Ja, das trifft sich sehr gut. Die Orangen sind die Teens. Passt auch. Die Prolls sind die Roten. Also ich erkenne da gewisse politische Anspielungen in dem Spiel, obwohl das Spiel schon 20 Jahre alt ist. So, wo haben wir es denn hier? Die Braunen sind die Touristen. Naja, das ist natürlich jetzt ein bisschen, das passt nicht so ganz, ne? So, Violett. Das sind die Kids. Teens. Ja, wo sind denn die Touris hier? Wir sind gar keine da, ne? Da können wir mal gucken hier. Wenn wir einfach mal auf so eine Sehenswürdigkeit gehen, zum Beispiel das Gefängnis, nein. Zum Beispiel hier, Sondergebäude. Da sieht man hier Gruftis und 5 Touristen. Das sind also die Grauen hier. Also wenn wir hier eine Filiale bauen würden an so einem Tourismus-Ding hier, ne? Von 12 bis 21 Uhr hätten wir da gut Besuch. Haben wir noch irgendwie so ein Tourismus-Ding hier in der Stadt? Nee. Also ich baue jetzt einfach nochmal hier. Wie gesagt, wann, ob und wie das weitergeht, das weiß ich noch nicht. Oh, eine Kirche, da war auch die Touris drin. Gruftis und Tourists. Okay, dann kaufen wir hier mal. Da können wir uns gar nicht leisten, ne? Nee, ist zu teuer. Ja, dann müssen wir was mieten. Aber vielleicht irgendwas, was da in der Nähe von so einem Tourismus-Ding ist, aber es ist auch nicht. Hier vielleicht von so einem Hotel. Aber es ist ein bisschen weit abgelegen. Das gefällt mir auch nicht. Hier vielleicht bei einer Kirche.
ist schon etwas zentraler. Da kann man vielleicht mit Werbung noch die Touris anlocken. Und das wäre die teuerste, vermeintlich beste. Wir nehmen mal die hier. Ja, und hier haben wir natürlich die spartanische Ausrüstung. Hier müssten wir jetzt anfangen, das auszurüsten und so. Das haben wir ja alle schon gesehen in unseren Videos, die ich bis jetzt gemacht habe. So, Tourist machen wir jetzt mal hier um diese Zeit. Dann schauen wir mal hier die Touristen, das war da. Oh, die ist... Say, ah, sprechen in Landessprache, sehr gut. Touristen und Bonzen, dann nehmen wir mal den hier. Hola. Hola. Na, ich hab's ja nicht so ich komme ja nicht vor die Tür, ich bin ja Gamer, ne? Ich verlasse ja das Haus nicht, so. Yo voy a por los ingredientes. Was? Fulia pollo des ingredientes? Was? Nochmal. Der soll das nochmal sagen. Ich will das jetzt mal wiederholen. Mal gucken, ob ich Spanisch kann. Wahrscheinlich nicht. Englisch kann ich ja perfekt, ne? Französisch so ein ganz bisschen, aber Spanisch. Latein habe ich gehabt. Kleine Latinum, nicht das große. Zwinker, zwinker. So, nochmal. Yo voy a por los ingredientes. Ja, Julia, so boys ingredientes. Irgendwas mit Zutaten. Ingredientes, würde ich sagen. Irgendwas mit Zutaten. So. Okay. Speisekarte. Ja, Touristen. Hatten wir ja gesagt, die sollen teure Touristen sein, ne? Wie teure Touristen? Ich meine. Also. Touristen mit, Geld. Was rede ich da? Einrichtung lassen wir jetzt erstmal so spartanisch und dann gucken wir mal hier nochmal in der Stadt, dass wir da auch ein Haupthaus bauen. Das müssen wir auch am besten sofort machen. Da schauen wir mal. Ne, will ich doch gar nicht. Irgendwo hier am Stadtrand. Was ist das denn? Verwertungs GmbH. Also die Verwertungs GmbH liefert mir Lebensmittel. Ich weiß ja nicht. Das klingt nicht so... seriös. Warum ich jetzt zwei Filialen habe, obwohl ich schon eine habe, weiß ich auch nicht so genau. Ja, bin ein bisschen verwirrt gerade. Naja, aber das ist... Das soll auch nur... Ich sage ja immer, wenn ich zum letzten Mal irgendwas spiele, sage ich euch das. Und ja, das möchte ich hiermit wahr machen. Und, Polizeistation will ich nicht bauen, Hauptquartier. Das heißt also, wenn ich ein Spiel nicht weiterspiele, wie jetzt in diesem Fall Pizza Connection 2, habe ich euch versprochen, da gibt es immer ein Abschlussvideo, wo ich immer sage, hier, spielst nicht mehr und warum nicht mehr und so weiter und mach noch einen kleinen Abschluss. Das ist jetzt hier der Fall. Ja, und ich hoffe, ich habe euch in den ganzen Folgen gut unterhalten, habe euch ein paar Dinge zeigen können zu Pizza Connection 2. Ob und wann ich das immer weiterspiele, weiß ich nicht, aber ich denke, ihr habt es gemerkt, ne? Also bei dem Spiel hier ist schneller die Luft raus als beim ersten. Das finde ich auch recht interessant. Also das erste Spiel der Serie war wesentlich interessanter. Und deswegen werde ich auch bei zukünftigen Classics daran festhalten und zunächst, also in chronologischer Reihenfolge Spiele spielen. Eigentlich müsste ich rückwärts spielen, ne? Das Schlechteste zuerst, also die neuesten Teile und dann hin zu den ältesten. Wäre zum Beispiel bei der Planer nicht schlecht. Aber bei Rollercoaster Tycoon werde ich als erstes 1 spielen und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei dem neuen Projekt auch unterstützt. Wahrscheinlich wird es im nächsten Monat gleich 2 neue Classic-Projekte geben. Ich fände es total super, wenn ihr dabei seid, mich weiterempfehlt, mir Daumen gebt, Abos dalasst und euren Freunden, eurer Frau, Schwiegermutter, eurem Hund und der Straßenlaterne von dem anderen davon erzählt, wie toll die Videos sind, den Kanal weiterempfehlt. Macht's gut, ich danke fürs Zuschauen und ich denke, wir sehen uns in dem anderen Classics wieder. Und wann das der Fall sein wird, seht ihr im Sendeplan unter events.mmoefos.de. Mein Name ist Gardehol, ich danke fürs Zuschauen, ich bin raus. Tschüss, macht's gut, baba.